Mann, war das ein Trick. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei NerdSam Tech. Kein Jahr ohne Tischvergleich. Diesmal haben wir ein bisschen aufgebohrt und haben gleich drei Tische mit unterschiedlichen Preissegmenten, aber einer relativ ähnlichen Technik am Start. Angefangen beim Vernal Unistation, beim FlexiSpot E7H und dem Ergotopia Classic Pro. Wenn es um den Preis geht, haben wir hier ungefähr 550 Euro. Beim FlexiSpot sind wir bei 560 Euro und Ergotopia ist quasi das Schlusslicht mit dem höchsten Preis. Da liegen wir so bei 679 Euro. In den meisten Fällen könnt ihr euch auch eine Arbeitsplatte eurer Wahl auswählen in verschiedensten Farben. Man sieht es, glaube ich, was jetzt hier am Start ist. Ob jetzt Bambus ist oder in Weiß oder in Schwarz, das unterscheidet sich natürlich in den Preisen. Ebenfalls ist es so, dass natürlich die Preise der einzelnen Hersteller auf der Webseite auch sehr unterschiedlich sind. Da wird es Aktionen geben, da wird es Gutscheine geben. Das Ganze ist quasi dann nur eine Momentaufnahme, wie die Preise aktuell gerade sind. Wie gesagt, in der Zukunft und in der Vergangenheit waren die Preise niedriger, höher und es wird sich auch in die Richtung wieder mit einordnen. Rein von der technischen Basis, ihr seht es schon, es sind alles elektrisch höhenverstellbare Tische. Alle drei, wie sie hier stehen. Die Hersteller haben natürlich auch in ihrem Repertoire noch andere Tische, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind, die vielleicht auch ein paar andere Funktionen haben und andere Ausstattungsmerkmale haben. Ich kenne natürlich jetzt nicht das ganze Repertoire der drei Hersteller. Wir haben jetzt im Prinzip nur die drei jetzt hier stehen und an denen wollen wir das Ganze ermessen. Sie sind technisch relativ ähnlich. Die Vernal Unistation hat eine Tischplatte von 1,20 m x 75 cm Tiefe. Bei den anderen Modellen ist das 1,20 m und 80 cm Tiefe. Das mag noch ein kleiner Unterschied sein. Wer andere Tischplatten haben möchte in klein, kann die natürlich auch bestellen, also mit 60er Tiefe und ähnliches, dann unterscheiden sich die Preise natürlich auch nochmal. Was natürlich auch wichtig ist, ist die Belastbarkeit. Hier liegen wir bei 160 Kilo Belastbarkeit. Ich selber wiege jetzt ein bisschen was unter 100 Kilo, ich könnte mich jetzt hier drauflegen und der würde natürlich noch stabil stehen, man sieht es wahrscheinlich auch. FlexiSpot ist da so ein bisschen im Sweet Spot, da sind es 125 Kilo, die wir maximal belasten können und Ergotopia hat 80 Kilo Belastung, das heißt jetzt nicht auf die punktuelle Fläche, sondern auf die Gesamtfläche gemessen. Ich meine, es sind Schreibtische, ich weiß nicht, wie viele ihr darauf stellen wollt, aber wer sein PC-Rig draufstellt plus den Monitor, Maus, Tastatur und nochmal ein bisschen so die Arme mit abstützt, das summiert sich natürlich. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie stabil sind die eigentlich? Und das wollen wir heute natürlich auch mit anschauen. Ja, jetzt sind die natürlich schon mal auf 70 cm runtergefahren. Das ist nicht der tiefste Punkt, den wir erreichen können. Aber wir wollen euch mal kurz zeigen, von 70 auf 1 Meter, wie schnell das geht. FlexiSpot, Knöpfchen drücken, nachdem ich es eingespeichert habe und der fährt automatisch hoch. Bei FlexiSpot ist es auch einfach, wenn ihr die Taste programmiert habt, dann müsst ihr nur einmal draufdrücken, dann fährt er nach oben. Bei Vernal ist es genau das Gleiche. Und bei Ergotopia muss ich trotzdem die Taste halten. Ich versuche das mal jetzt irgendwie alleine hier zu simulieren. Okay, es gibt jetzt in der Geschwindigkeit wahrscheinlich minimale Unterschiede. Im Groben gesagt sind sie alle relativ gleich schnell. Letztendlich, ich glaube, so zeiteffektiv muss man nicht arbeiten, dass man sagen muss, ich muss das jetzt aber in 3 Sekunden schneller hochkriegen, weil das ist immer noch ein Arbeitsplatz oder Gaming-Rig oder was auch immer ihr draus macht. Ich fahre jetzt mal auf die höchste Position hoch. Bei FlexiSpot sind es 1,23. Hier nochmal den Hinweis, es gibt auch ein Tischgestell, das von 68 auf 1,33 hochgehen kann. Das ist aber die Standardversion. Dort könnt ihr separat auswählen. Bei der Unistation sind wir dann bei 129 cm. Und zu guter Letzt Ergotopia mit 127 cm. So, ich komme jetzt irgendwie ganz schön klein vor. Ja, weil wir gerade hier oben sind, machen wir doch direkt mal so einen Stabilitätstest. Wir haben uns da so ein, zwei Sachen ausgedacht und ich würde sagen, machen wir das mal. Ich habe jetzt einfach mal eine leere Plastikflasche draufgestellt. Normalerweise würde ich es mit Deckel machen, aber bei der Flasche ist der Deckel mal gewölbt und somit macht sich das dann mit halbvollen und ganz vollen Flaschen ein bisschen schwierig. Nehmen wir einfach eine leere und schubsen die einfach mal einmal gegen den Tisch gegen. Also ich glaube, genau so kann es passieren. Das Ganze auch bei FlexiSpot. Ich glaube, man sieht, dass der gesamte Tisch schon deutlich mehr mit gewackelt hat. Und last but not least, Ergotopia. Okay,
Ich glaube, man hat jetzt schon direkt einen Ranking gesehen, welche von den drei Tischen mit am stabilsten sind. Wir haben den Vernal Unistation, wir haben den Ergotopia Classic Pro und das Schlusslicht in dem Fall ist dann halt der FlexiSpot E7H. Ich habe hier dann nochmal was Schönes vorbereitet. Diesmal in der Seitenbewegung. Ich glaube, man sieht, wie das Wasser ausschlägt. Ich weiß nicht, wie ihr Tastatur tippt, aber ich mache es nicht so krass, aber auch hier habt ihr gesehen, was passiert. FlexiSpot. Ups. Drüber geschwappt. Und ja, wackelt eher und dann... Okay, das macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Last but not least, Ergotopia. Ich glaube, hier haben wir dann auch direkt eine Punkteverteilung. Ich denke, der Vernal und der Ergotopia, die teilen sich einen Platz, weil beide sehr, sehr stabil sind, was die Seitbewegung angeht und auch was das Gesamtvibrieren angeht. Zumindest schon mal auf hoher Höhe. Je niedriger ich gehe, desto weniger wird es natürlich. Und Schlusslicht ist in dem Fall nochmal der FlexiSpot. Gut, fahren wir die ganze Geschichte auch einmal runter, denn es gibt natürlich noch eine Funktion und zwar so eine Art ja, Hinderniserkennung. Und zwar, wenn irgendwas im Weg ist, ne, habt ihr gesehen, stoppt er direkt und fährt nochmal ein Stück nach oben. Aber ich will natürlich auch ganz nach unten fahren, denn die ein oder anderen Tische haben auch nochmal ein paar Features, die man jetzt gerade so vielleicht nicht sieht. Auch hier funktioniert's. Auch hier funktioniert's. So, wenn wir jetzt die Höhe vergleichen, haben wir hier einmal 58 cm. Hier sind wir bei 64 cm. Und hier bei 62,3 cm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt auf den halben Zentimeter, Zentimeter unbedingt wichtig ist. Was man nochmal gesehen hat und vor allen Dingen auch gehört hat, ist, wie laut bzw. wie leise die Motoren sind. Da nehmen sich jetzt alle drei irgendwie nicht allzu viel. Von der Geschwindigkeit sind die beiden Modelle hier linksseits am schnellsten. Der FlexiSpot hat jetzt einen Hauch länger gebraucht. Ich finde jetzt aber, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wert, mit dem man sich messen muss, weil solange die hoch und runter fahren, ist alles okay. Ich sagte ja, technisch sind die Tische sich alle sehr ebenbürtig. Was den Aufbau angeht, kommen wir gleich nochmal zu. Der andere Fakt ist, bei der Unistation haben wir einen sehr interessanten Clou mit. Und zwar hier oben in der Tischplatte ist direkt eine Kabelführung mit eingebaut auf der linken und rechten Seite. Das heißt, wenn ihr nochmal irgendwelche Kabel in den Tisch reinführen wollt, könnt ihr das direkt hier drüber machen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze rausnehmen, dann halt im Prinzip den ganzen Kopf da durchpacken, je nachdem, was es für ein Kabel ist und das Ganze auch wieder abschließen oder verschließen. Finde ich äußerst praktisch und wer viel Kabel auf dem Tisch hat und das irgendwie in einem Bündel hinten durchführen will, ist hier auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wenn es um die anderen Tische geht, die haben sowas nicht. Man kann sowas nachrüsten. Man kann auch bei FlexiSpot waren es, glaube ich, wahnsinnig viele Zubehörteile noch mit dazu bestellen, ob das jetzt ein Kasten ist, eine Art Schubkasten, Steckdose versenkbar und so weiter und so fort. Beim Vernal Unistation gibt es auch noch einen weiteren Vorteil. Hier hinten, ihr habt es gesehen, ist nochmal so eine Art dünnes Blech, wo ich dann zum Beispiel eine Steckdosenleiste mit reinbringen kann. Das muss ich bei den anderen Tischen separat mit dazu kaufen oder halt irgendwie mir selber basteln, je nachdem, was es für ein Hersteller ist. Wie gesagt, ich kenne das ganze Repertoire nicht. Hier ist es halt komplett mit bei. Von der Bedienung her habt ihr gesehen, man kann eine Höhe einprogrammieren, man kann draufdrücken und runterfahren, tun sie meistens automatisch hoch, muss ich da manchmal halten. Alle haben sie quasi so eine Hinderniserkennung und die Stabilität haben wir euch auch schon gezeigt. Jetzt kommt eigentlich die ganz große Frage, welche hat sich denn am leichtesten aufgebaut? Vernal bewirbt ja, dass man bei dem Aufbau einerseits möglichst auch alleine das machen kann, das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, andererseits, dass ich hier kaum Werkzeug brauche. Und tatsächlich ist es so, zu 80% kann ich alles mit dem Imbus und den vorgefertigten Schrauben plus Löcher und Bohrungen komplett alleine reindrehen und festdrehen. Ich brauche keinen Akkuschrauber. Es gibt genau 6 Schrauben, einmal für diese Rahmenkonstruktion, die unten drunter ist, also dieser kleine Kasten und für die Motorsteuerung an sich in der Mitte, die muss ich wirklich mit Schrauben festschrauben, da brauche ich einen Akkuschrauber. Ansonsten kann ich alles sehr, sehr einfach, sehr bequem mit einem Imbus und ein paar Schraubendrehungen festmachen. Ich kriege das alleine wunderbar hin. Wobei man kann eigentlich alle drei Tische alleine zusammenschrauben, das ist gar kein Problem, eine Anleitung liegt mit bei. Der FlexiSpot ist in dem Fall auch sehr durchdacht, war auch relativ einfach umzusetzen, aber ne, mit dem Akkuschrauber bist du halt einfach mit bei. Wobei da auch ein Tool mit bei lag, um das mit der Hand aufzuschrauben oder einzuschrauben, das geht auch. Rein vom logistischen Aufbau, von der Einfachheit des Aufbaus ist Vernal mit der Unistation aber auf jeden Fall von meiner Seite aus auf Platz 1 und
Das Schlusslicht in dem Fall ist der teure Ergotopia, der wie gesagt bei 680 Euro liegt, so wie er hier steht. Der hat sich zwar auch einfach aufgebaut, aber die Anleitung ist nicht ganz so präzise und tatsächlich ist beim Aufbau ein kleiner Fehler entstanden. Wir mussten ihn nochmal zurückbauen, so ein bisschen und anpassen und dann hat es trotzdem funktioniert. Ich sag mal, das macht man genau einmal und ob ich jetzt 15 Minuten brauche oder 20 Minuten oder 30 Minuten, ist für einen Privatanwender wahrscheinlich völlig egal. Wenn ich jetzt das irgendwie jeden Tag 20 Mal mache, dann summiert sich das natürlich. Von der Punkteverteilung ist hier der Vernal auf Platz 1, FlexiSpot auf Platz 2 und Ergotopia auf Platz 3, was den Aufbau angeht. Interessant ist auch bei der Hinderniserkennung der Unistation, dass ich das Ganze in 4 Stufen einstellen kann. Also von 1, 2, 3, 4, das mit dem Halten von der M-Taste ein paar Sekunden, beziehungsweise Taste 3 halten, dann kann man das einstellen. Da habe ich dann die Flexibilität sozusagen, wie gut die funktionieren soll oder ob sie auch aus ist. Bei den anderen ist es automatisch aktiviert. Ich persönlich habe das jetzt irgendwie in unserem Fall nicht so wirklich oft gebraucht, aber für den Fall, dass, weiß ich nicht, ich renne irgendwie Kinder rum und ich fahre gerade zufällig den Tisch runter, ist es mit Sicherheit schon praktisch, dass da quasi so eine Art Hindernis oder irgendwie so eine Erkennung mit bei ist, dass die Tischplatte einfach stoppt. Vielleicht noch einen Satz zur Garantieleistung. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Vernal gibt tatsächlich 15 Jahre Garantie und 30.000 hoch und runter fahren. FlexiSpot gibt 7 Jahre Garantie und Ergotopia gibt euch 5 Jahre Garantie. Wie die abgedeckt ist im Einzelnen, müsst ihr bitte beim Hersteller selber nachlesen, wenn ihr da Interesse dran habt. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das sind ja doch ein paar Punkte, die wahrscheinlich da gerade mit Elektronik und so weiter reinkommen. Ansonsten haben wir jetzt ja schon so ein paar kleine Rankings zwischendurch durchgeführt. Was die Stabilität angeht, Vernal, Ergotopia, FlexiSpot, haben wir, glaube ich, ganz glasklar gezeigt. Was die Bedienbarkeit angeht, was die Geschwindigkeit angeht und auch die Höhe bis auf, sagen wir mal, 2-3 cm Unterschied, würde ich behaupten, können wir alle drei auf eine Position stellen. Da gibt es keinen klaren Gewinner. Es sei denn, für euch sind 2 cm Höhenunterschied extrem wichtig. Für mich als 1,70 Meter Erdnuckel, ihr habt ja gesehen, wie hoch die Platten sind, ist es dann natürlich zum Schreiben eh nicht mehr geeignet. Was den Aufbau angeht, würde ich jetzt behaupten, Vernal und FlexiSpot teilen sich da schon einen Platz. Wobei das fast ohne Werkzeug beim Vernal mir ein bisschen besser gefallen hat. Wie gesagt, man baut so einen Tisch höchstwahrscheinlich nur einmal auf, aber wenn ich halt nicht groß was schrauben muss, sondern alles schon mit dem Imbus irgendwie festschrauben kann, ist es mega einfach. Und die 6 Schrauben, die ich dann wirklich mit dem Akkuschrauber schrauben musste, das sind auch Teile, die müssen nicht zwingend, naja doch, das Stück hier in der Mitte musste schon mit festgeschraubt werden, aber so grundsätzlich ist es dann nicht mehr der Rede wert. Genau. Wenn es um die preisliche Staffelung geht, haben wir hier, finde ich, auch erstmal mit der momentanen Preislage und Preissituation einen klaren Gewinner. Der Vernal ist da von meiner Seite auf Platz 1. Auf Platz 2 ist der FlexiSpot, der liegt halt bei 560 Euro. Der Vernal, wie gesagt, bei 549 Euro, sind jetzt halt nur 11 Euro Unterschied, aber vielleicht macht es ja die Kohle fett. Und das Schlusslicht ist der Ergotopia Classic Pro mit 679 Euro. Stabil ist er, genauso wie der Vernal, preislich sind es halt eben mal locker 200 Euro Unterschied. Wenn wir das Ganze jetzt noch einmal zusammenfassen wollen, ihr seht es vielleicht schon ein bisschen an der Ausrichtung der Tische, gibt es aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht einen klaren Gewinner aufgrund Stabilität, Features, einfacher Zusammenbau und dem Preis. Geschwindigkeit und hoch und runter und so weiter, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil das können alle und wie gesagt, da kommt es nicht auf die Sekunde an. Mir ist es ja tatsächlich in der Entscheidung ein bisschen schwer geworden, ob es der FlexiSpot ist oder ob es im Prinzip der Ergotopia wird, der auf Platz 2 oder Platz 3 ist. Letztendlich, wir haben ja den Wackeltest gemacht auf höchster Stufe und ich habe ja da schon gesagt, normalerweise schreibe ich ja ganz normaler mit der Tastatur am PC oder arbeite ganz normal und rüttel da nicht dran rum. Habe ich eine normale Höhe, fällt das mit dem Wackeln ja auch nicht mehr so auf. Und ganz einfach, weil auch der FlexiSpot im Preis nochmal günstiger ist als Ergotopia und trotzdem noch eine solide oder vernünftige Stabilität hat und auch eine gute Belastung mit 125 Kilo zu 160 zu 80 Kilo, bin ich der Meinung, gerade aufgrund des Preises auch, dann, dass das der Platz 2 ist und Ergotopia, auch wenn er stabiler ist und vielleicht einen Zentimeter höher fahren kann, einfach vom Preisverhältnis dann doch nochmal mit 670 oder 680 Euro der teuerste Bunde ist. Wenn das Geld keine Rolle spielt, dann könnt ihr das gerne austauschen. Wenn es aber um den Preis-Leistungssieger geht, was eben das gesamte Bild und Gesamtbild angeht, ist es einfach der Vernal.
Ja, jetzt seid ihr in der Reihe. Habt ihr von den drei Tischen schon mal was benutzt? Habt ihr irgendwas da zu Hause? Habt ihr ein bisschen vielleicht einen Langzeittest, wo ihr sagen könnt, ja, dies, jenes, welches, tralala, das hat mich aber gestört und so geil ist er dann doch vielleicht nicht. Oder, hey, ist ja ganz andersrum, der andere ist ja doch viel geiler als der andere, auch wenn der geil ist. Wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein, ich werde jetzt hier irgendwie noch richtig hardcore schreiben.